Die 2010er waren eine wilde Zeit. Okay, ich hätte hier eigentlich eine kurze Erklärung geplant, aber kurze Erklärung heißt 10 Minuten Gebrabbel. Also die Punchline ist SJWs. Gute Ideen, schlechte Kommunikation. Für die von euch, die nicht verstehen, was ich mit SJW meine, das war im Grunde der Vorläufer von Leuten, die sozial gute Ideen haben. Also Leute, die sowas sagen wie, hey, wäre es cool, wenn wir Frauen nicht als Sexobjekte betrachten würden. Oder wäre es nicht cool, wenn wir Leute vernünftig repräsentieren und sonstiges Zeug. Aber die meisten Ideen wurden etwa so kommuniziert. You're fucking a white male! Ja, im Großen und Ganzen gab es drei Arten von Social Justice Warriors. Einmal die Educate Yourself Gruppe. Educate Yourself! Die einfach nicht erklärt haben, wo das fucking Problem ist, so einfach nur Leute angebirgt haben. I'm reading, fuckface. Die Sarkeesians dieser Welt, die zwar eventuell gute Ideen hatten, aber ich sag mal nicht 100% ehrlich waren in der Art, wie sie das Ganze präsentiert haben. Und am Ende gab es die Gruppe, die einfach gesagt hat, wo das fucking Problem ist und erklärt hat, warum das ein Problem ist. Für die von euch, die es nicht kapieren, die letzte Gruppe war die einzige, die vernünftig kommuniziert hat und leider auch die kleinste Gruppe. Das heißt, SJW-Kommunikation fühlte sich von außen so an wie, du bist weiß und oder ein Mann, darum bist du an allem schuld. Und aufgrund dessen hat sich eine gewisse Kontrakultur entwickelt, die in den darauf folgenden Jahren auch wieder komisch gedriftet ist und solche Glanzstücke der menschlichen Zivilisation enthält wie Sargon. You are acting like a bunch of niggers, just so you know. You act like white niggers. Ja, es ist eins von diesen Videos. In Diskurs im Internet taucht gerne mal wieder dieser Tweet auf, oder zumindest der Inhalt davon. Für Gamer gibt es zwei Hautfarben, weiß und politisch. Es gibt zwei Geschlechter, männlich und politisch und immer so weiter. Und im Grunde macht man sich damit drüber lustig, dass immer wenn irgendwo ein nicht weißer, nicht heterosexueller, nicht männlicher Hauptcharakter auftaucht, es irgendjemanden gibt, der sich deswegen aufregt. Aber in einigen Fällen ist das verständlich? Okay, ich habe beim Editing gemerkt, was das für ein kompletter Bockmist war, den ich da gesagt habe, also muss ich das kurz erklären. Einige Unternehmen, wie zum Beispiel Disney, haben diese blöde Angewohnheit, unheimlich hart Virtue Signaling zu betreiben und zu sagen, ja, wir sind super pro LGBT. Und die tatsächliche Repräsentation ist dann eine Hintergrundszene, die 3 Sekunden lang ist, die für homophobe Märkte wieder rausgeschnitten werden kann. Richtige Repräsentation kriegt man, wenn man Glück hat, in irgendwelchen Randmaterialien wie Comics oder irgendwelchen Sourcebooks. Aber Hauptcharaktere, die schwul sind, wird's nicht geben. Einfach weil Disney das Ganze nicht macht, weil die irgendwie Teil der schwulen Weltagenda oder irgend so ein Blödsinn sind, sondern weil es sich gut verkaufen lässt. Das war gemeint mit dem, teilweise kann man verstehen, warum sich Leute drüber aufregen. Aber die Sachen, über die sich die Überbleibsel von dieser Anti-SJW-Bewegung aufregen, sind... Okay, hier ein paar Beispiele. SpongeBob ist asexuell. She-Ra sieht nicht aus wie eine Barbie. Der nächste Superman ist eventuell schwarz. Das sind übrigens alles Videos, die von The Quartering gemacht wurden, dessen Videothek solche Hits enthält wie... Cyberpunk 2077, ein transhumanistisches Game, das in einer Zukunft spielt, in der Leute ihr Gesicht abnehmen können, hat keine männlichen und weiblichen Geschlechtsidentifizierungen mehr und darum ist es SJW-Trash. Gay Pride Month ist schwul. Das ist der Videotitel. Magic the Gathering ist SJW-Woke-Bullshit, weil ich mir zu den Piraten in Ixalan keinen runterholen kann. She-Ra ist SJW-Woke-Bullshit, weil ich mir zu dem minderjährigen Hauptcharakter keinen runterholen kann. Das sind alles echte Videos. Ich weiß nicht, was dieser Typ geraucht hat. Der Typ hat in seinen Keller gepisst. Ich weiß nicht, was mit dem Typ kaputt ist. Irgendjemand muss dem Typ dringend helfen. Jesus fucking Christ. Sorry. Okay, das war jetzt ein extremes Negativbeispiel. Da sind wir uns alle einig. Aber ich kann verstehen, warum Leute hier teilweise misstrauisch sind. Bei Filmen wie dem 2016er Ghostbusters, der Disney Star Wars Trilogie oder dem 2020er Mulan
hat man das Gefühl, dass die Filme nicht gemacht wurden, weil jemand eine unheimlich gute Idee hatte oder weil jemand moderne politische Allegorie in den Film reinbringen wollte oder sonst irgendwas. Es fühlt sich nicht einmal wirklich an, als ob es um Repräsentation geht. Es fühlt sich an, als wollte jemand damit Geld verdienen. Die ganzen Frauenpower-Elemente sind extrem oberflächlich und all diese Filme sind relativ dilettantisch gehandhabt. In Ghostbusters ist gefühlt das halbe Skript einfach nur irgendwelche Ad-Lib-Comedy. Mulan wurde zwar in China gedreht, aber nicht ein Chinese war am Skript beteiligt und darum haben wir da westliche Elemente wie Hexen mit drinne. Und Star Wars wurde innerhalb der Trilogie aus irgendeinem Grund zwischen verschiedenen Schreibern hin und her geschoben, die scheinbar nicht miteinander geredet haben. Kurzum, es fühlt sich an, als ob das hier einfach ein Produkt ist. Und ich meine nicht die Filme, sondern ich meine die Repräsentation. Alle Frauen, die auf den Postern sind, die LGBT-Repräsentation, die uns versprochen wurde und die Minderheit und was auch immer. All diese politische Korrektness, diese Wokeness, fühlt sich an, als wäre es nur etwas, was uns verkauft wird. Und darum ist es für einige Leute, mich inbegriffen, relativ schwer, diesen Sachen zu vertrauen. Wenn ich einen Film sehe, in dem vernünftige LGBT-Repräsentation versprochen wird, weiß ich nicht, ist es ein leeres Versprechen von irgendeiner Firma, die mir was verkaufen möchte? Oder ist es ein Projekt von jemandem, wo Herzblut und Liebe drin steckt? Aber ein paar von euch werden einen Unterschied gemerkt haben zwischen dem, was ich gerade gesagt habe und dem, was ich euch vorhin gezeigt hatte. Der Unterschied zwischen jemandem wie The Quartering und jemandem wie mir ist, dass ich hinter den Vorhang schauen kann. Ich sehe, dass die in Anführungsstrichen Gayness in Sherlock einfach nur Queerbaiting ist, mit dem man Views erzeugen möchte. Und dass die Gayness in She-Ra etwas ist, was wirklich von den Autoren gewollt ist. Während das Verständnis bei Quartering einfach nur sehr oberflächlich und flach ist. Homosexuelle existieren im Setting und darum ist dieser Film politisch und alle politischen Filme sind Propaganda und darum schlecht. Allerdings ist das so nicht ganz richtig. Einige Filme, wie zum Beispiel Bright, sind bewusst politisch und das mit gemischten Ergebnissen. Andere Filme, wie Die Rückkehr des Königs, sind bewusst nicht politisch und sind deutlich besser empfangen worden von Fans. Allerdings gibt es hier ein Problem. Beide sind politisch. Sicher, bei Bright haben wir offensichtliche Stand-ins für schwarze Gangster und offensichtliche Stand-ins für reiche Schickimicki-Deppen, die für oberflächliches und schwaches Social-Commentary-Zeug genutzt werden. Aber in Lord of the Rings haben wir das heilige Recht von Königen und alle Bösewichte sind entweder hässliche, dunkelhäutige Monster oder die einzigen Leute, die nicht weiß sind. Yikes, aber keine Absicht. Es sind halt einfach Ideale und Vorurteile, die Tolkien hatte, weil sie in seiner Zeit so vorgeherrscht haben. Das heißt, wir haben hier nicht den Unterschied zwischen politisch und nicht politisch, sondern zwischen absichtlich politisch und unabsichtlich politisch. Wenn man sich jetzt noch vor Augen hält, dass viele der Comic- und Fantasy- und Sci-Fi-Franchises in den frühen 1900ern gemacht wurden, wo Rassismus, Sexismus und Homophobie noch relativ normal war, ist es nicht verwunderlich, dass diese Franchises abgeändert werden, wenn sie für die moderne Welt neu aufgelegt werden. In D&D verschwinden negative Intelligenzmodifikatoren bei Orks, die im Grunde eine Mischung aus Darkest Africa, Tribal Warriors und Mongolen sind. In She-Ra sieht nicht jeder Charakter aus wie eine Barbie-Puppe, eben weil man nicht dieselben Vorgaben hat wie früher von Hasbro. Und neue Fantasy-Franchises, die auf Tolkien basieren, spielen den unabsichtlichen Rassismus meistens relativ stark runter. Und weil jetzt auch Frauen, Minderheiten, LGBT und so weiter und so fort alles Autoren sind, kommen diese Charaktere mit in diese Werke rein. Also es gibt auf der einen Seite diese einfach natürliche Weiterentwicklung des Genres, wo alte Ideen und alte Konzepte von neuen Autoren aufgegriffen werden und durch einen neuen, moderneren Blickwinkel gefiltert sind. Und auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die einfach dieses, ja, neuer Blickwinkel verkauft sich gut, wir machen auch, nehmen. Und es ist liebloser kommerzieller Bullshit. Also, warum mache ich dieses Video eigentlich? Wo ist der Verbindungspunkt zwischen diesen Sachen? Der Verbindungspunkt ist, dass diese lieblose, kommerzielle, absichtlich politische, ja, okay, ihr kriegt eure weiblichen Hauptcharaktere, geht mir nicht auf den Sack Sachen, eine direkte Reaktion auf SJW-Medienkritik sind.
Das heißt, die Medienwelt hat sich in den 2010ern wirklich zu einem gewissen Grad geändert. Und dass einige Leute sich dadurch bedroht gefühlt sehen, ist einigermaßen verständlich. Vor allem, wenn man sich wieder ins Gedächtnis ruft, dass SJWs ihre Ideen nicht vernünftig kommuniziert haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite wütende, schreiende SJWs und auf der anderen Seite wütende, schreiende Anti-SJWs. Das heißt, dadurch wurde alles, was die SJWs gesagt haben, automatisch als Blödsinn abgetan. Auch wenn es ernstzunehmende Sachen sind wie The Male Gaze, Repräsentation, Objektifizierung und so weiter und so fort. Und alle Änderungen wurden automatisch als böse angesehen. Auch wenn ab einem gewissen Zeitpunkt die meisten Änderungen von Leuten erfolgt sind, die wirklich ihr Herzblut in die Sachen investieren und nicht einfach nur zynisch damit Geld machen wollen. Und interessanterweise haben sich die meisten SJWs beruhigt. Riley J. Dennis war ein Hardcore-SJW, wenn man das so sagen darf. Aber heutzutage macht sie vernünftige Medienkritik, die Hand und Fuß hat. Auf der anderen Seite sind die meisten Anti-SJWs einfach nur laut und wütend geblieben, weil es ihnen nicht wirklich um die Medien ging oder um irgendetwas Höheres als sich selber ging. Es ging ihnen darum, dass sie konservativ sind und Sachen, die sich ändern, machen ihnen Angst. Und das ist der Moment, wo ich merke, dass ich 9 Minuten rumgeheult habe, dass The Quartering ein Vollidiot ist, der in seinen eigenen Keller pisst und dass einige Filme schlecht sind. Also, worauf will ich hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass alles, was wir machen, inklusive der Medien, die wir erstellen und konsumieren, grundlegend zu einem gewissen Grad politisch ist. Alle Menschen sind zu einem gewissen Grad politisch, darum sind die Sachen, die wir machen, politisch. Und daraus folgt, dass Medienkritik, auch wenn sie von lauten Leuten mit bunten Haaren gemacht wird, nicht unbedingt immer schlecht sein muss. Beispielsweise hat Lindsay Ellis einige der besten und tiefstgehenden Medienkritiken, die ich gesehen habe, und sie ist, was man als woke bezeichnen könnte. Und außerdem möchte ich eventuell in ein paar mehr politisch gechargte Themen vorgehen. Okay, ursprünglich wollte ich diesen Kanal so apolitisch machen wie irgendwie möglich. Aber wie wir heute gelernt haben, ist alles, was wir tun, irgendwie politisch. Das heißt, es macht keinen Sinn, meine Augen vor gewissen Themen zu verschließen. Und dieses Video ist ein gewisser Test-Dummy dafür. Wenn euch die Sachen interessieren und ihr mit dem Video interagiert, denke ich mir, ja, cool, kannst du ein paar mehr Videos machen. Und ansonsten, mache ich die Videos deutlich sporadischer. Nachdem das gesagt wurde, vielen Dank, dass ihr mir dieses Video schon mal angeschaut habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht oder wann auch immer ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.